Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Wahl. Ich habe den Eismagier gezogen. Ich kann ihn jetzt auf Level 2 machen, wenn ich das Geld dafür hätte. Wir öffnen jetzt mal die Truhe. Und dann machen wir noch 2 Angriffe. Und versuchen natürlich, die Kronentruhe aufzufüllen. Für die nächste Folge. Und die Spiegel. Ich spiele gegen Ahiso mit dem neuen Deck, das ich habe. Das wird ja morgen sehr stark werden. Schade. Oder man der kopiert. Der ist am Turm, unser dunkler Prinz. Ich hoffe, die Minions gehen jetzt vor, damit die zerstört werden. Gut. Oh mein Gott. Die Minions machen so viel Schaden jetzt, weil die doch nicht zerstört wurden. Schade. Können wir nicht darüber sprechen. Ja, wir treffen so gut wie alles. Ja, er macht natürlich auch sehr viel Schaden. Sein Turm wird kaputt gehen. Oh, schade. Ich hätte jetzt gedacht, er geht kaputt. Ich habe keine Zeit mehr, wenn ich sie fahre. Mein Riese muss einmal durchkommen. Ja. Der Feuerball, um alle Bogenschützen kaputt zu machen. Jetzt bin ich auf der rechten Seite. Oh, auf der linken Seite machen wir gut Schaden. Oh, das wird jetzt spannend. Oh, der Feuerball war schon am Fliegen. Schade, schade, schade. Der Sieg wäre eigentlich uns. Also, ja, uns.
Aber natürlich ist die Zeit wieder 3 Sekunden oder 2 Sekunden nicht so früh abgelaufen. Schade. Ich hoffe, er hat kein komplettes Spawner-Deck, weil... Ja, eigentlich... Ja, ich habe genug Flächenschaden. Dunkler Prinz, Eismagier, Bomber, Feuergeister. Und jetzt Baban setzt an. Schade, er schafft keinen Schuss mehr. Oh doch. Schön. Er macht natürlich jetzt auch wieder Schaden. Bei dem es nicht Sprint jetzt einen dunklen Prinz zu setzen, weil es ja nicht angetroffen ist. Wir kommen nicht an seinen Turm. Das ist mies. Kann. Sei doch einfach leise. Und dann noch minus 40, das ist so unfair. Machen wir noch einen Angriff zum Ende. Gegen Barbato. Jetzt habe ich den Riesen nicht. Ist das? Ja, der lenkt noch ab. Und die Barbaren werden erstmal zerstört. Wir haben schon Schaden gemacht. Aber eher noch kalt, also von daher. Mit dem Riesen. Er muss jetzt auf der linken Seite verteidigen. Das heißt, wir können auf der rechten angreifen. Auf der linken angreifen. Ei, ei, ei.
müssen wir einen starken Push verteidigen. Warum machen die keinen Schaden? Wenn die jetzt so lauer und sitzen mit dem Platz einfach oben, wer schneller da ist. Bisschen durch. Oh mein Gott, er setzt einen Push dagegen. Ich habe jetzt hier nichts gesehen. Ja, wir haben verloren. Ich habe es jetzt nicht gesehen, dass er schon seinen Ballon gesetzt hat. Es tut mir leid. Ja, das war halt jetzt eine schlechte Folge, obwohl wir hätten ja einmal gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.